Nach dem tödlichen Unglück bei einem Rockfestival im belgischen Hasselt haben die Veranstalter Konsequenzen gezogen. Sie brachen das mehrtägige Festival ab. Ein schwerer Sturm war gestern Abend über den Ort, etwa eine Autostunde von Aachen entfernt, hinweggefegt und hatte riesige Leinwände und tonnenschwere Metallgerüste eingerissen. 5 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Belgiens König Albert und seine Frau Paola kamen am Abend zur Unglücksstelle, wo gestern Nachmittag rund 65.000 Menschen feierten. Dem königlichen Paar bot sich ein Bild der Verwüstung. Gestern Abend hatte der Sturm das Festivalgelände innerhalb von wenigen Minuten in ein Trümmerfeld verwandelt. Zelte stürzten ein, die Menschen suchten Schutz vor dem Hagel, Bühnenanlagen klappten zusammen. Bäume kippten um. Alles ist zusammengestürzt, Chaos brach aus, die Leute liefen alle durcheinander, Handys funktionierten nicht mehr. Ein Mädchen wurde von einem Pfeiler getroffen, es war ein schrecklicher Anblick, sie hat das bestimmt nicht überlebt. Die bisherige Bilanz, 5 Tote und 140 Verletzte, 11 davon schwer, 3 Personen schweben noch in Lebensgefahr. Wir müssen erstens prüfen, ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden, zweitens, wie ungewöhnlich die Wetterlage war und ob wir sie hätten vorhersehen müssen. Viele Jugendliche sind noch unter Schock. Und ein weiteres Mal stehen die Verantwortlichen vor der Frage, wie man solche Katastrophen verhindern kann. Schwere Unwetter auch im Westen Deutschlands. Wie hier bei Essen überfluteten starke Regenfälle. Zahlreiche Straßen, Polizei und Feuerwehr wurden zu vielen Einsätzen gerufen. Viele Keller liefen voll. In Duisburg knickte der Wind diesen Kran ein, der umzustürzen drohte. Heiße und kalte Luftmassen, die aufeinander trafen, sorgten für zahlreiche Blitze am Himmel.